Bevor es morgen offiziell mit der Open Beta von Battlefield 2042 losgeht, gibt's nochmal einige Data Mining Informationen zum fertigen Spiel. Die neuesten Informationen zu BF 2042 gibt's natürlich wie immer bei deinem Swishy. Lass jetzt anstatt ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Battlefield 2042 News mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Ja, Freunde, einmal morgen kurz zu der Open Beta. Es geht ja morgen bereits erst los für Vorbesteller und EA Play Abonnenten. Und wir werden natürlich auch mit einem Stream reinstarten. Morgen um 9 Uhr morgens wird es bei mir auf dem Kanal losgehen. Wir fangen ab 9 Uhr an zu streamen und streamen dann erst bis 13, 14 Uhr eben die Open Beta von Battlefield. Also auf jeden Fall gerne ab 9 Uhr morgens vorbeischauen. Back to topic, der Leaker Temporial liegt ja nun alle Waffen, die wir vermutlich in Battlefield 2042 sehen werden. Die Waffen bestätigen aber nochmal, was man schon seit Monaten erahnen kann. Es ist wirklich alles ziemlich nah dran, zumindest waffentechnisch an Battlefield 3 und 4. Wir kennen ja bereits schon einige Waffen eben aus dem Beta-Trailer, zum Beispiel die SCAR-H oder die PP-19. Aber jetzt sind eben wirklich alle Waffen der Temporial-Grafik aufgetaucht, die er durch Data-Mining herausgefunden hat. Bei den MPs gibt es keine wirkliche Überraschung, da stoßen wir eben auf die alten Bekannten. Einmal auf die PP-19, über die ich bereits auch schon gesprochen hatte, die MP9, die Vector und die SMG-45. Also hier gibt es wirklich keine große Überraschung, sind sogar MPs, die ich mir gewünscht hätte. In den Sturmgewehren geht es natürlich weiter mit der AK-12, der SCAR-H, die bereits schon bekannt war, und der MCX-Spear. Hier muss man sagen, die MCX-Spear werden vielleicht viele von euch nicht kennen. Es ist sogar das aktuelle Gewehr der amerikanischen Armee. Hier löst eben die MCX-Spear die altbekannte M4A1 ab. In den Sturmgewehren ist das aber noch nicht alles. Hier soll laut Temporial noch die NBR fehlen. Interessant wird es auch mit den LMGs. Dort sehen wir ein altes MG wieder, nämlich die PKP Pechnik. Obendrauf gibt es noch zwei weitere MGs, die SAW und die KAC. Leider ein sehr trauriges Thema und da wird es mir wirklich ein bisschen unwohl, wenn ich das Ganze schon sehe, nämlich die Shotguns. Hier habe ich eine wirklich grausame Erinnerung in Battlefield, nämlich eben an die Saiga 12. Die ist nämlich eine automatische Schrotflinte und ist wirklich perfekt zum Shotgun-Spam geeignet. Hier hoffe ich eben, dass wir in Close Quarter kämpfen, in Räumen und vieles weitere nicht alle durchdrehen werden und der Saiga komplett in den Raum sprayen wird. Zusätzlich gibt es noch die SIG-12 und die altbekannte Remington. Auch Sniper werden in Battlefield 2042 wieder mit von der Partie sein, da interessieren sich viele von euch für. Hier dürfte die bekannteste Sniper die DSR 1 sein. Aber es gibt auch hier wieder drei weitere Sniper, die TTS Exceed, die NTW 20 und die TRGM 10. Das sind grundsätzlich erstmal alle Hauptwaffen, die wir zum Start des Spiels vermutlich bekommen werden. Wie gesagt, die eine oder andere wird noch vielleicht dazukommen, aber das ist eben erstmal das Grundgerüst der Waffen. Durch spätere Patches, Updates und vieles weiteres werden natürlich auch immer weitere Waffen dazukommen, das Ganze wird erweitert, aber das sind sie nun erstmal. Abseits der Waffenkategorien, die ich euch gerade vorgestellt habe, wird es aber noch die Cobra R9 Armbrust geben, die vermutlich wieder One-Shot töten wird, und die Marlin 4570C, ein Jagdgewehr. Ja, Freunde, das sind sie nun eigentlich fast die wichtigsten Informationen auch zu Battlefield 2042, nämlich welche Waffen wir spielen dürfen. Wie gesagt, man kann schon ein bisschen rauserahnen, was wir für ein Gunplay circa haben werden, wie das Ganze ablaufen wird. Ich kann euch jetzt schon versprechen, dass mit der Saiga wird wahrscheinlich eine Katastrophe werden. Hier muss man aber auch wirklich sagen, man muss erstmal sehen, wie viel Close-Quarter-Kämpfe überhaupt dabei sein werden. Aber wenn die Close-Quarter-Kämpfe kommen, wird die Saiga 12 auf jeden Fall dort das Herzstück sein. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wie gesagt, morgen um 9 Uhr geht's hier los bei mir mit der Open Beta. Ich freue mich auf jeden Fall, euch endlich auf dem Schlachtfeld zu sehen. Ich werde mit euch zusammen zocken, aber hier ist wieder das Ding. Wer zuerst kommt, mal zuerst, kann eben in die Lobby joinen oder beziehungsweise mir joinen, dann werden wir zusammen spielen. Jeder hat die Möglichkeit, der auf PS5, Xbox Series oder dem PC spielt, mit mir zusammenzuspielen, weil wir eben das Next-Gen-Crossplay machen werden. Genug aber von mir an der Stelle, was sagst du der Waffenauswahl? Bist du morgen im Beta-Stream dabei? Schreib's mir unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Bis morgen 9 Uhr, haut rein, euer Swishy.